Ja, hallihallo ihr Lieben. Wenn ihr männliche YouTuber wie zum Beispiel Torge von Frischhaltefolie, Phil von YTT oder Christoph Krachten von Klickzoom mal so richtig auf dem Schlauch stehen sehen wollt, dann solltet ihr jetzt dranbleiben. Und zwar habe ich gedacht, teste ich doch einfach mal das Make-up-Wissen der Jungs und ich kann euch verraten, das war nicht wirklich viel. Ich war natürlich streckenweise auch ein bisschen gemein, aber hey, das macht's doch dann erst interessant, oder? Und zwar möchte ich damit anfangen, dass ich sozusagen den Klassiker der Beauty-Tools den Jungs vorgestellt habe. Und das ist, wie ihr, wenn ihr Mädchen seid, sicherlich alle wisst, wenn ihr Jungs seid, erkläre ich euch nochmal eben, wofür das ist. Das ist eine sogenannte Wimpernzange. Man benutzt sie, bevor man die Wimperntusche aufbringt, trägt es an das Auge ran, drückt zu, sodass die Wimpern einen schönen Schwung bekommen. Und jetzt hören wir uns mal die Antworten der Jungs an. Was ist das? Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß, es ist irgendwas mit den Wimpern. Das ist von Saw. Das ist doch aus Saw, das kenne ich. Das weiß ich doch, was das ist. Das nimmt man so, dann macht man die Wimpern, klemmt man da so zwischen und dann hast du die dazwischen, dann kannst du das so anmalen, anpinseln. Also. Zu lachen. Schade, du hast zum Schluss hast es versaut. Wieso war? Dann kannst du die. Ah nein! Oh Scheiße! Ich hab's auch nicht gesehen, keine Ahnung. Ja, das sieht echt so aus wie so ein Folterinstrument. Ist es wahrscheinlich auch, oder? Man kann es auch für Schamhaare benutzen. Da muss man es aber vorher ordentlich anheizen. Aber da kriegt man eine tolle Rolle mit. Ah, das ist doch das für die Augen, ne? Für die Nägel. Du machst das hier vorher schon, ne? Du lernst es dann nur zu. Und dann drückt sich das ab. Schneidet euch damit die Fingernägel? Oh no! Dann geht das? Schon echt einiges Gute mit dabei, oder? Ich habe dann angefangen, nicht nur Tools vorzustellen, sondern auch ein bisschen Schminkfach-Chinesisch den Jungs näher zu bringen. Und ich habe mal ganz einfach angefangen, wo ich dachte, hey, das müssen die doch wissen, mit dem Fachwort verblenden. Für diejenigen von euch, die es noch nicht wissen, und das sind alle die, die quasi was zwischen den Beinen hängen haben. Ich verblende Lidschatten, Rouge und so weiter. Das heißt, ich schaffe einen weichen Übergang, einen Verlauf sozusagen. Und jetzt hören wir mal, was die Jungs dazu zu sagen hatten. Genau. Jesus. Wenn wir Beauty-Gurus von Verblenden sprechen, was könnten wir damit meinen? Ah, das ist doch dieses, ja, wie im Kunstunterricht dann heller machen oder so, oder? Verblenden? Mhm. So Verläufe heißt. Dass einer im Kopf verblendet ist? Oder? Das hat nichts mit Kamera zu tun, sondern in eurem Schminken. Verblendet, hat etwas verblendet. Wenn man sich so schminkt, weil das verblendet ja den Mann, der einen sieht. Und dann, ja, würde ich jetzt mal sagen. Hat zu hell gemacht. Ich hab das zu hell gemacht und das blendet dann den anderen. Verblenden? Über Schminken. Mhm. Zum Beispiel Pickel verblendet. Keine Ahnung, sie verblenden, was verblenden die denn? Sie verblenden ihre Augen so, dass die schöner aussehen. Oder etwas überpinseln, dass das nicht mehr so blendet, sich dunkler machen, was verblenden. Ich weiß nicht. Naja, so ganz viel Richtiges war da auch noch nicht dabei. Aber mein persönlicher Kracher von dieser Folge, denn ihr könnt euch noch auf ein paar mehr Folgen freuen, sind diese hier. Das sind die sogenannten Brush Guards. Der Name sagt es vielleicht schon, es sind also Pinselschützer, die, Moment, ihr so über euren Kosmetikpinsel macht, um sie beim Trocknen schön in Form zu halten, nachdem ihr sie gewaschen habt oder auch um sie mitzunehmen, wie auch immer. Und die Jungs waren ganz schön fantasievoll, würde ich sagen. Hören wir uns mal an, was die zu sagen haben. Was könnte das sein? Alter, das frage ich mich gerade auch. Ihr seid schon komisch.
Ist das was für die Haare? Im weitesten Sinne? Im weitesten Sinne? Was zum Teufel ist das denn? Da kommt was rein, wahrscheinlich. Das nennt man Stand, wenn man also Aderverengungen hat. Dann wird das in so ein Tool reingepackt und dann wird das hier irgendwo in die Aorta reingedrückt, um die wieder zu erweitern. Dafür ist das da. Und dann hat man natürlich deswegen Beauty eine bessere Farbe im Gesicht und sieht nicht mehr so bleich aus. Das, Wickler sind das nicht, ne? Du musst es so reinwickeln kann? Du grinst immer so. Da könnten Pinsel rein, um die so zu bündeln, halt diese Pinsel wahrscheinlich, wenn die so dünn sind. Und dann das, meine lieben Damen und Herren, sind sogenannte Beauty-Fingeraufsätze. Kommt aus Paris, ist ein neuer Trend. Was ist das denn? Da kann man seine Haare reinstecken und dann werden die total, total weich. Ich weiß es nicht. Was ist das denn? Das kannst du ja wieder über die Nase, noch in die Ohren stecken, noch über die Finger tun. Noch für die Haare ist es zu kurz. Okay, ich kann dir jetzt ja so schätzen. Und zwar tut man da die Finger rein, damit die geschützt sind. Du verarsch mich, das gibt's doch überhaupt nicht, oder? Ja. Echt? Ja, ich hoffe, die erste Folge dieser kleinen dreiteiligen Serie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und ihr solltet auf jeden Fall die Channels der Jungs auschecken. Ich habe sie euch alle in der Infobox verlinkt. Da ist ein Abo auf jeden Fall wert. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen Bock habt, Videos zu schauen, dann habe ich euch einfach hier unten nochmal eins verlinkt, was ich sehr empfehlenswert finde. Ansonsten könnt ihr meinen Channel sehr gerne abonnieren oder auch einen Daumen hoch drücken. Für heute sage ich auf jeden Fall ciao, ciao, eure Coco. Bis zum nächsten Mal.